Also alles nochmal lesen, das muss ja nett sein, ne? Ist schade, dass man nicht so was das markiert als gelesen oder so, ne? Das wäre natürlich ideal. So, wie sie was das gute Herz. Verschick dich! Hey, ganz ruhig. Wir müssen reden. Wer? Yorinobu Arasaka? Willst du mich zurückbringen, oder? Die erbärmliche Ratte kann sich nirgendwo mehr verkriechen. Keine Rettungsringe mehr. Stopf ihm endlich das Maul. Also, wenn ich du wäre, würde ich mich nicht bewegen. Verstanden. Kein Fan, vermute ich. Er ist auch nicht gerade ein Fan von dir. Der Pisser weiß gar nicht, vor wem er mehr Angst haben soll. Vor dir oder Arasaka. Nimm's nicht persönlich. Nimm's nicht persönlich. Du wolltest doch Takemura informieren, wenn du Hellmann hast. Ja, Sekunde. Ich rufe ihn an. Anrufen. Aber denk dran, du hast Hellmann. Das ist ein fettes Ass im Ärmel. Versuch, was damit zu erspielen. Takemura hat mir das Leben gerettet. Schon vergessen? Weil es für ihn von Vorteil war. Reine Eigennützigkeit. Du kümmerst ihn einen Scheiß. Takemura, gute Nachrichten. Ich hab Hellmann. Lebend? Was hat er gesagt? Natürlich lebend. War nicht gerade sonderlich gesprächig. Ja. Ich bringe ihn ins Sunset Motel. Ich bin unterwegs. Behalt ihn dort, bis ich eintreffe. Verstanden. Bis dann. Gut, wir können ihn jetzt mitnehmen. Den lassen wir hochheben. Nehmen wir mal mit. Den haben wir jetzt am Leben gelassen. Bring ihn besser irgendwo hin, wo ihr in Ruhe reden könnt. Ja. So, ab mit dir. Und da. Hör ich Autos kommen? Glaub, deine neuen Chumbas sind da. Oh, was ist der das? Das ist er. Bring ihn raus. Wirf ihn aufs Motorrad. Nicht bewegen, okay? Die Kavallerie ist da. Mitch hat ein paar Aldecaldos gerufen. Alles sicher. Uns hat niemand auf der Straße gesehen. Aber wir sollten trotzdem verschwinden. Was hast du mit ihm vor? Ich muss ihm nur ein paar wichtige Fragen stellen. Dann hoffe ich, dass du ein paar wichtige Antworten kriegst. Saul. Hier ist alles erledigt. Alles sicher. Hab gehört. Mitch verdankt dir sein Leben. Wie und Panam. Die beiden haben meinen Arsch zusammengerettet. Ich hoffe, er war es wert. Saul, ich habe versucht, Scorpion zu warnen, aber er... Vielleicht kann ich irgendwie helfen. Ich glaube, du hast genug getan. Ich wollte ihn aufhalten. Na klar, dreh dich einfach um und scheiß auf alles. Darin bist du ja der Beste, nicht wahr? Hör zu, das war wirklich nicht Panams Schuld. Pass auf, du und ich, wir sind keine Freunde. Außerdem hat dir noch nie jemand irgendwen beschuldigt. Ja, klar. Panam hat mir nur geholfen. Wenn ich nicht gewesen wäre, wäre der AV nicht abgestürzt und Scorpion und seine Leute wären nicht hingefahren. Das ist die Wahrheit, Saul. Ein Aldecaldo ist immer für sich und seine Leute verantwortlich. Die Umstände ändern absolut nichts daran. Mhm. Vielleicht sollte Panam sich fragen, ob sie noch ein Aldecaldo ist. Scheiße, verdammt! Warum seid ihr überhaupt hier? Ich will mich ja nicht beschweren, aber was macht ihr hier? Saul, er kam mit den anderen. Wir haben uns um die Toten gekümmert und ich habe ihm erzählt, was passiert ist. Er meinte, wir sollten euch folgen. War besorgt, dass euch was passiert. Dass Panam was passiert. Saul? Hör zu, vielleicht versteht ihr euch gerade nicht, aber du gehörst zur Familie. Und Saul würde alles für die Familie tun. Ich frag mich halt, ob ich echt noch zur Familie gehöre. Das weißt du genau. Komm zurück. Versteh schon. Tut mir leid, das eben.
Manchmal wird's bei uns ein bisschen überdramatisch. Aber ich klär das schon. Und du pass auf dich auf, okay? Vielleicht solltest du mir mit Soul reden. Was willst du jetzt machen? Und, was jetzt? Zurück nach Night City? Ja, ich meine, glaub schon. Ich muss mal ein bisschen nachdenken über alles. Soul, Mitch, sie behandeln dich wie ein Mitglied der Familie. Gib ihnen doch noch eine Chance. So einfach ist das nicht. Ist es in keiner Familie. Sie kommen, so ihr habt eine Minute. Hauen wir ab. Ich verzieh mich auch. Pass auf Scorpions Motorrad auf. Ist jetzt deins. Danke, werde ich gut behandelt. Und hoch mit dir. Ja. Na, na, na. Wir kommen wieder zu... So. Hey. Schöne Backpfeife. Wo bin ich? Was ist das hier? Das war die erste Backpfeife, mein Freund. Die nächste folgt gleich. Warum sind wir hier? Stell nicht so viele Fragen. Ein Motel, mitten im Nirgendwo. Welches Nirgendwo genau? Spielt keine Rolle. Du wirst hier eh nur in Begleitung rausspazieren. Warum sind wir hier? Ich will über deine kleine Erfindung reden, den Biochip für Arasaka. Na gut, aber ich will erst etwas wissen. Du wurdest nicht von Yorinobu Arasaka geschickt. Nein. Das bedeutet, du musst ein Angebot für mich haben. Wenn dein Boss mehr als Kang Tao bezahlt, dann können wir reden. Machen wir das? Niemand hat mich geschickt. Ich habe ein Problem und du wirst mir damit helfen. Und was hat das mit dem Biochip zu tun? Deine Tech versucht mich umzubringen. Bin ziemlich sicher, dass sie das nicht tun sollte. Wenn du was reklamieren willst, brauche ich mehr Details. Ich habe Johnny Silverhands Konstrukt in meinem Kopf. Und da will ich es nicht haben. Silverhand? Konstrukt? Das ist unmöglich. Wo hast du diesen Biochip her? Ich habe ihn Yorinobu Arasaka gestohlen. War ein Job, aber die Klientin hat mich hängen lassen. Und du dachtest, der beste Aufbewahrungsort wäre dein eigener gottverdammter Kopf? Ehrlich gesagt war die Idee nicht schlecht. Das Konstrukt hat mich rebootet, als sich mein Kopf eine Kugel eingefangen hat. Ich wusste, Yorinobus Plan würde schieflaufen. Aber so habe ich mir das nicht vorgestellt. Arasakas Premium-Tech hat echt die Straße erreicht. Du musst den Biochip aus meinem System entfernen. So einfach ist das nicht. Komm schon, du hast das Teil gebaut, oder? Also, wo ist das Problem? Wenn du die Wahrheit sagst, dann trägst du eine neue, experimentelle Version des Biochips. Experimentell? Oh. Man kann sie nicht einfach rausreißen. Mein Ripper meint... Ist das einem verfickten Straßendock gezeigt? Wer weiß noch davon? Ich brauchte Hilfe. Oder dachtest du, ein Kang Tao AV abzuschießen, wäre mein erster Gedanke gewesen? Was macht diese Version anders? Ein anderes Engramm? Mit etwas mehr... Bewusstsein? Aggressivität? Der Biochip ist das Einzigartige, nicht Silverhands Engramm. Der Vorgänger wurde nur dazu benutzt, mit vorgespeicherten Engrammen zu kommunizieren. Und er war verdammt selten und hat ein Vermögen gekostet. Ja. Der hier ist sogar noch seltener. Ja. Er soll ein Engramm in einem neuen Körper installieren und aktivieren. Ja. Als ich Arasaka verlassen habe, war das Projekt noch in der Testphase. Wie genau sollte denn das eigentlich funktionieren? Wie genau sollte diese neue Version denn funktionieren? Wolltet ihr, dass das Engramm Leute aus ihrem eigenen Körper schmeißt? Ist der Scheiß beabsichtigt? Während der Tests gingen wir davon aus, dass der Wirt während der Implantation neural unbeteiligt sein würde. Du meinst tot? Unbeteiligt. Ja. Was das, was dir passiert ist, umso interessanter macht. Wie genau sollte diese neue Version...
Du meinst tot? Ja. Was kostet die Unsterblichkeit? Wer könnte sich so eine Tech überhaupt leisten? Niemand. Das Modell sollte im Haus bleiben. Die Anfertigung des Prototyps war Saburo Arasakas direkte Order. Er beaufsichtigte das Projekt höchstpersönlich. Also hätte ohne Yorinobu niemand je davon erfahren. Und ohne dich wäre das Projekt nie ein Erfolg geworden. Das ist wahrlich ein Durchbruch. Ja, toll. Deine Tech funktioniert. Jetzt hol sie raus aus mir. Sieh an. Ich muss sie mir erst ansehen. Okay. Unglaublich. Sieht aus, als ob... Kann ich fassen, dass ausgerechnet dieser Anzug uns helfen wird. Oh, verdammt! Beeindruckend, was? Was für ein Jammer, dass ich ihn nicht näher untersuchen kann. Ja, scheiße. Du hättest auch sein Versuchskaninchen sein können. Sag mir, wie ich ihn loswerde. Ich fürchte, ich habe schlechte Nachrichten. Oh nein. Dein neurales Netzwerk ist vollständig verkümmert. Ohne den Chip kann es nicht mehr funktionieren. Ich könnte dir allenfalls... Uhu, Zeit zum Falschen, Baby. ...ein gutes Hospiz in Schweden empfehlen. Dort würde man dich durch die letzten Abschnitte begleiten. Die Schmerzen minimieren. Moment, du meintest, das Projekt war in der Testphase. Du weißt also nicht, wie es enden wird? Doch. Ich habe gerade gesehen, wie das Konstrukt dein Gehirn verschlingt. Es ist dazu programmiert, seine neue Umgebung zu dominieren. Um jeden Preis. Und dein kleines Matschhirn ist hilflos dagegen. Also, wird das Engramm früher oder später siegen? Ja. Und von dem, was man sich über Silverhand sagt, scheint das genau sein Stil zu sein. Sieht aus, als wäre ich zu einer Arasaka-Legende aufgestiegen. Was genau geht in meinem Kopf vor? Sag du mir das. Wie ist es so, zwei Persönlichkeiten zu haben? Ist ja nicht so, als würdest du Stimmen hören. Du bist gleichzeitig du selbst und Silverhand. Ich kann ihn sehen und mit ihm reden. Ihr redet nicht, aber ja, ich verstehe, was du meinst. Hast du bemerkt, wie das Konstrukt auf deine Entscheidungen Einfluss nimmt? Jetzt reicht's aber. Was meine Entscheidungen angeht, ist Johnny nicht mehr als eine Stimme in meinem Kopf. Er mag andere Meinungen haben, aber er hat keine Kontrolle Stimmt, über mich. Stimmt, absolut. Du bist echt ein verdammt sturer Keiner Wirt. Von euch gewinnt die Debatte. Die Ansichten verlagern sich nur, langsam aber sicher. Wie meinst du das? Du wirst langsam Dinge tun, die unvorstellbar waren. Zumindest für dein altes Ich. Und du weißt ganz genau, wie er drauf war. Ein Fanatiker. Ein Terrorist. Ein Selbstmordattentäter. So ein Wichser. Und ich soll dich angeblich manipulieren wollen? Darum halte ich es für besser, dass du in diesem Stadium klinische Isolation in Betracht... Wenigstens hat Johnny sich nie wie du für Geld ficken lassen. Verteidigst du ihn? Oder ist das Johnny, der da spricht? Lass mich raten. Er hat schon versucht, deinen Körper zu übernehmen. Oder? Nur für einen Nein. Moment? Hörst du das? Könnte lustig werden. Johnny? Ich mach nur Spaß, aber pass auf! Der Anzug versucht, dich zu belabern. Weißt du was? Das reicht jetzt. Willst du nur Zeit schinden? Weil es momentan so klingt, als wolltest du mir erklären, dass du nutzlos bist. Ich meine, in dem Fall kann ich dir einfach ins Hirn schießen und uns beiden Zeit sparen. Na, endlich. Ich werde versuchen, dir zu helfen. Wenn du mit mir zu Kang Tao kommst. Versuchen reicht nicht.
Ich glaub fast, du willst dich bei den Chinesen einschleimen. Auf meine Kosten. Weißt du überhaupt, wie viele Daten in deinem Kopf sind? Selbst wenn ich dir nicht helfen kann, muss ich die Daten retten. Ja, fick mich und gib mir Tiernamen. Vergiss Kantau. Hast du noch andere Ideen? Wenn du meinst, jemand anders könnte dir helfen, dann könnte ich dir die Blaupausen geben. Vollständige Dokumentation des Projekts. Kang Tao hat mir ein großzügiges Angebot dafür gemacht. Du hast sie bei dir? Muss er ja. Ohne die ist der Flachwichser wertlos. Wie? Takemura? Was macht der hier, verdammt? Er hat selbst noch ein paar Fragen an dich. Wenn du nett bist, rettet er vielleicht sogar deinen Arsch. Ich bin fast fertig. Los, die Blaupausen! Besser als nichts, sofern wir jemanden finden, der das Tech-Geblubber versteht. Sabun. Was willst du mit ihm machen? Das weiß ich noch nicht. Meinst du das ernst? Du kennst mich. Ich kann sehr spontan sein. Er gehört ganz dir. Ich lasse euch beide allein. Ich hoffe, wir können uns einig werden. Das ist in deinem Besten. Technische Daten Relic 2.0 Prototyp. Streng geheim. Freigabestufe PO. Datum der Freigabe NA. Projektcode MAAH76-38272-SA. Projektleiter Anders Hellmann. Genehmigt von Saburo Arasaka. Projektbezeichnung Relic 2.0. Basis Algorithmus Soul Killer. Version 23118b. Relic 1.0. Sichere deine Seele. Vorabschätzung. Projektzusammenfassung. Im Gegensatz zu Relic 1.0 ist die neueste Version des Biochip-Prototyps nicht nur zur Speicherung eines digitalisierten Engrams zu einfachen Kommunikation gedacht. Es handelt sich vielmehr um ein verbessertes Persönlichkeitskonstrukt, das eigenständig funktioniert und die Implantation in einen anderen biologischen Werkskörper ermöglicht. Das verbesserte Persönlichkeitskonstrukt von Relic 2.0 bewahrt den Großteil der kognitiven und virtualisierten motorischen Funktion des Probanden. Erste Tests ergaben eine Emotionsleistung von 75% Konformität. Hinweis: Wir interessieren uns nur für die Matrix-Oherenz des Konstrukts, nicht für seine wahrgenommenen Authentizität. Während die Willensleistung zwischen 80% und 90% Konformität schwankt. Der Erfolg des verbesserten Engramms ist vor allem der Verwendung experimenteller Polykolstrukturen und neuartiger Kunststoff- und Granulat-Neuronen-Replikatoren innerhalb der Pseudomatrizen geschuldet. Siehe Abschnitt 876403. Voraussetzung für die Aktivierung von Relic 2.0 ist die vollständige Abschaltung der Vitalfunktion des Wirts. Hirntod, Herzstillstand. Das Engramm kann sich nur nach vollständiger und unumkehrbarer Stilllegung der Nervenaktivität einnisten und den Körper übernehmen. Neu hochfahren, klinische Tests mit Probanden, die kurz vor dem Tod standen, blieben nach Aktivierung der Grundfunktionalität des Relic erfolglos. In Fällen, da Probanden klinisch tot waren, wies der Biochip vor dem Absturz vielversprechende Anzeichen von ersten Aktivitäten auf. Die Identifizierung der Gründe für die Fehlfunktion trotz der Erfüllung sämtlicher technischer Voraussetzungen wird der erste Schritt zum Durchbruch sein.
Die vollständige Aktivierung des Relic 2.0 Konstrukts in einem entsprechenden Vorbereitung organisieren organischen Wirtkörper. Komplette Zielbeschreibung sehe Abschnitt 31b02. Ist deine Interesse? Weh, das werde ich nicht vergessen. Ach, diese Hitze. Meine Kehle ist ganz ausgetrocknet. Hat Weh dir nicht mal ein Glas Wasser gegeben? Inakzeptabel. Unmenschlich. So bin ich nicht. Das wirst du noch sehen. Von mir bekommst du eimerweise. Nein, es geht schon. Eimerweise. Die nehmen wir mal. So, Eddies, so, mach's gut. Wir brauchen nichts mehr. Von dir brauche ich auch nichts mehr. So. Relic-Funktion entdeckt. Scheiße. Zieh dir das hier mal rein. Ach, diese Wichser! Willst du mich auch fallen lassen und vergessen wie Jackie Wells? Was immer du sagen willst, sag's. Dir frisst doch was am Kot. Das merke ich. Ich wüsste gerne, wie du tickst, damit ich weiß, mit wem ich's zu tun habe. Erst dachte ich, du hattest einfach nur Pech. Aber jetzt weiß ich, was dein eigentliches Problem ist. Du warst ein Kind der Badlands. Die Familie war alles, was du hattest. Aber in NC bist du ein Niemand. Das Beste, was du noch kannst, ist von Scavs klauen. Du bist so ein Arschloch. Und du ein Haufen Scheiße. Vielleicht passen wir doch ganz gut zusammen. Du weißt ja viel über meine Vergangenheit. Naja, ich sehe Bilder aus deiner Vergangenheit. Genau wie du aus meiner. Mhm. Ich habe echt Angst davor, deine Erinnerungen irgendwann für meine zu halten. Scheiße. Wenn das in beide Richtungen geht, werde ich damit leben müssen, dass mich der große Dexter Deshawn gefickt hat. Werde ich denn was merken? Oder wird es eher so, dass ich mich frage, wovor ich eigentlich Angst hatte? Du verlierst dich selbst. Mehr weiß ich nicht. Das Schlimmste, was ein Mensch erleben kann. Wie lebt es sich so in meiner Haut? Naja, das meiste ist entweder zu groß oder zu klein. Und deine Hormone sind ein Albtraum. Außerdem nervt die Verzögerung zwischen Sehen und Fühlen. Wenn du von der Pizza abbeißt, merke ich erst nach Ewigkeiten, dass du dich verbrannt hast. Und ich habe früher keine 5 Minuten ohne Zigarette überlebt. Ich brauche echt Nikotin. Glaube, ich gewöhne mich langsam dran. Aber toll ist anders. Sag mir doch einfach, was du willst. Was du wirklich willst. Hilf mir einfach, meine Rechnung mit Arasaka zu begleichen. Das ist alles. Ich glaube, du hast keine Ahnung, was du willst. Also hast du dir einen Buhmann gebastelt. Arasaka. Echt witzig. Du hast ein neues Leben, aber keinen Plan, was du damit anfangen sollst. Unterscheidest dich null von den Armschweinen, die in ihren Megablock-Wohnungen an ihren Fiedern hängen. Okay. Ich sag dir, warum ich Arasaka stürzen will. Aber nur einmal. Willst du's hören? Schieß los. Ich habe erlebt, wie Konzerne den Bauern Wasser und Land geklaut haben. Ich musste mit ansehen, wie sie Night City in einen hoffnungslosen Ort voller zerstörter Träume und leerer Taschen verwandelt haben. Konzerne kontrollieren uns,
nehmen sich, was sie wollen. Neuerdings sogar unsere Seelen. Ach komm, übertreib nicht. Wie? Ich erkläre doch keinen Krieg, weil mir der Kapitalismus auf den Sack geht oder ich längst vergessenen Zeiten nachweine. Dieser Krieg ist ein Bürgerkrieg gegen ein System, das außer Kontrolle geraten ist. Ein Kampf gegen das ganze Scheißsystem der Entropie. Kapierst du's nicht? Ich tu, was sein muss, um die aufzuhalten. Wenn ich töten muss, töte ich. Und wenn ich deinen Körper brauche, nehme ich ihn mir, verdammt nochmal. Ja, es redet aber ganz durch, wa? Verfickte Scheiße! Du kapierst es nicht. Aber das wirst du noch. So, lass uns gehen, komm.